Eins los. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer, Hörerinnen. Mal wieder Samstag, unser sogenannter Verantwortungstreff oder auch Samstalk, die älteste Talkshow in Schenker-Bewegung seit mindestens 10 Jahren. Und Sinn der Sache ist, dass man mal auftaucht aus dem Strom des sonstigen Redens und Denkens und sich die große Verantwortungsfrage mal stellt. Bin ich eigentlich auf Verantwortungskurs oder verzettel ich mich da in Unwichtigem und Verkehrtem? Dieser Moment der Besinnung ist bestimmt keine verlorene Zeit oder nicht so viel Aufwand, wenn man das mal so macht, ein Stündchen oder zwei in der Woche. Ja, trotzdem sind wir hier relativ alleine oft oder in einem kleinen Kreis. Ich meine, das macht die Moderation ein bisschen leichter. Und zu diesem Kreis gehören der gute Dylan, der jetzt die Sendung hier auch aufnimmt und meine Unbedeutendheit erhöht. Von uns beiden kann man allerdings auch sagen, dass wir einen besonderen Anspruch verbinden, auch eigentlich mit dieser Art von Talk. Denn wir sagen, das ist sozusagen ein virtueller Keimling einer freien Argumente-Kulturkommune. Dafür muss man nämlich gar nicht so nebeneinander stehen, sondern das ist einfach die geistige Einstellung, dass man da wirklich offen nach Argumenten gehen will. Und nicht, weil man nach was anderem geht, die Argumente zurechthämmern oder wegschieben, verdrängen oder wie auch immer aus dem Weg bekommen will, sondern sich dem stellen will. Ja, manchmal sind auch andere da, die sind heute nicht da, deshalb zähle ich die gar nicht alle auf. Aber also wir stehen schon in Verbindung mit anderen Kommune-Keimlingen. Also ich habe in den letzten 30 Jahren so bis zu mehr als 10 Standorte erschlossen, kann man sagen, wo da was passieren kann. Und der gute Dylan hat seine Wohnung in Köln zu einem Kommune-Keimling gemacht. Und wir bieten übrigens, da hat er eine gute Anzeige geschaltet, wir bieten auch an, andere Versuche, gerade unter dem Gesichtspunkt so offenes, ehrliches Denken, freie Argumentekultur, auch so ein bisschen coachen zu begleiten. Es sei noch gesagt, dass wer eben über das reine Talken hinaus es auch in schriftlicher Form in die Breite und Tiefe verfolgen will, wir haben auch ein freie Argumentekultur-Forum, freie-argumente-kultur.de. Okay, wir machen es normalerweise im Redekreis, das ist bei Dylan und mir jetzt natürlich einfach, hin und her dann die Redebeiträge in bestimmter Zeit, also 2 oder 4 Minuten, ich überlasse das gerne dem Dylan, der die Zeit auch misst, und gebe damit für den ersten inhaltlichen Beitrag an Dylan. Ja, danke schön. So, jetzt lege ich los. Und zwar, ich denke, wir bemühen uns ja hier einfach das Richtige zu tun. Wir tun das Richtige und leider tun nur sehr wenige Menschen das Richtige. Aber das darf uns nicht daran hindern, wie FF immer so schön sagt, das Richtige zu tun. Und ich muss zum Richtigen gehört, dass ich alle Beteiligten an der heutigen Sendung dazu auffordere, Leute, wo irre ich mich? Sagt mir, wo ich mich irre. Das muss ich auch jeden Montag dann immer wieder sagen. Wo bin ich aus eurer Sicht Opfer der Gehirnwäsche, einer Gehirnwäsche, zum Beispiel durch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten, ja? Also Leute, sagt mir, wo irre ich mich? Wo bin ich aus eurer Sicht Opfer der Gehirnwäsche, durch bestimmte vorteilbringende Irrtümer, zum Beispiel bestimmter Sparten oder irgendwie jedenfalls Opfer irgendeiner Irreführung aus eurer Sicht? Denn mit dieser Grundhaltung besteht wenigstens eine Chance, ins Gespräch zu kommen. Und das ist die richtige Grundhaltung, um eben in das freie Argumentekulturgespräch zu kommen, nämlich sozusagen, dass Argumente gebracht werden. Ansonsten bleibt uns eben hier ja auch nichts anderes übrig, als dass wir wie am Montag, wir haben, sagen, wir haben unterschiedliche Sichtweisen.
Ich bin sicher, dass ich hier die Weltspitze der Naturwissenschaften vertrete. Ich gehe auch davon aus, dass der Öff-Öff sehr, sehr nahe der Weltspitze der Geisteswissenschaften ist und was er vertritt. Und dass am Montag noch andere Sichtweisen da sind, sozusagen. Und dass diese Sichtweisen und deren argumentative Begründung sozusagen, mehr können wir nicht tun. Wir können das Richtige tun, dass die anderen, zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, dass Christian Felber nicht da ist, dafür können wir nichts. Diese Leute haben die Cancel Culture im Kopf und reden einfach nicht, nehmen einfach nicht teil an einer Plattform, wo alles durchgesprochen werden könnte, von Anfang bis Ende und durchargumentiert werden könnte, sind halt nicht da. Ne? Und das ist halt, aber das ist für uns kein Problem. Also ich nutze jetzt meine letzten 2 Minuten wieder dazu zu sagen, woran ich aus naturwissenschaftlicher Sicht, aus guten argumentativen Gründen sozusagen glaube. Ich glaube, ich beginne heute nochmal sehr stark damit, dass ich ja sehr stark auf die Gemeinwohlwirtschaft, an die Gemeinwohlwirtschaft glaube. Also hier, ich zeige es auch nochmal hier so, wo haben wir es denn hier? Da haben wir die Partei, die Kompetente, die Partei des Gemeinwohls, PDG, Gemeinwohlwirtschaftspartei. Ja, was ist das Hauptargument? Das Argument ist, dass Menschen leider anfällig sind dazu, dass der Mensch einfach die Eigenschaft hat, errare humanum est. Also im Gehirn können sich Mutationen bilden, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen, sondern Irrtümer sein können. Und die Marktwirtschaft ist ein verrücktes System, in dem Irrtümer zu Profiten führen können. Also ein Irrtum, der jetzt zum Beispiel die Welt zu einem Ukraine-Krieg aufhetzt, dieser Irrtum bringt den Waffenkonzernen wunderbare Geldeinnahmen sozusagen, ja? Und das ist ein verrücktes System. Die Marktwirtschaft ist ein verrücktes System. Die Gemeinwohlwirtschaft koppelt Geld sozusagen immer nur an Gutes tun, so dass also nur wenn der Marktleiter, der Supermarktleiter, der Restaurantleiter, der Praxisleiter mein Leben verbessert bezüglich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand, also aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, nur dann gibt es finanzielles Überleben, ansonsten gibt es Pleitegehen. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Und mein Argument ist, warum brauchen wir solch ein Korsett? Weil eben der Mensch in der Marktwirtschaft sich unheimlich schwer tut, seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer zu durchschauen. Ich habe dafür bis zum 35. Lebensjahr gebraucht, bis ich dann meine Praxis geschlossen habe, weil ich diese vorteilbringenden Irrtümer durchschaut habe. Aber die Masse der Menschen durchschaut nur äußerst mühsam eigene vorteilbringende Irrtümer, ist also für Selbsttäuschung und Selbstbetrug und Selbst- und Fremdbetrug und Selbsttäuschung und Fremdtäuschung anfällig der Mensch. Und weil er dafür anfällig ist, will ich ihm das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft mit der Wohlfühlstimme und so weiter geben, dass er keine Profite mehr auf meine Kosten machen kann und darf. Ich gebe weiter an Öff-Öff für seine erste Runde. Ja, danke schön, danke schön. Ich will erstmal, weil mir das so in den Blick gesprungen ist, was der Dylan da gesagt hat, ein bisschen noch was dazu sagen. Warum sind wir hier alleine und was ist davon zu halten? Oder was ist die Begründung, dass andere, die doch auch sehr stark alternativ engagiert sind, idealistisch interessiert sind und so weiter, dass die nicht hier mit dabei sind, wo der Dylan angesprochen hat, ja, was weiß ich, die Leute, die sich damit
Gemeinwohlökonomie beschäftigen und so weiter. Weil ich halte das für spannend, da etwas genauer hinzuschauen, woran das liegt. Es liegt nicht daran, dass man mit den Menschen nicht sich hinsetzen könnte und könnte mit ihnen vielleicht stundenlang über alles Mögliche diskutieren. Vor allem auch über die Punkte, die ihr Programm sind. Also wo sie sagen, ja, ich habe mich entschieden, ich habe mir diesen oder jenen Aspekt rausgenommen, um was Gutes für die Welt zu tun, was an Wandel zu erreichen und so weiter. Der Punkt ist der, dass das eben eine selektive Sichtweise ist, der Art, wie man sich engagiert und welchen Blick man bekommt. Also es ist, man könnte es so sagen, das Besondere, was wir, ob jetzt hier oder im Freien Argumentekulturforum, versuchen, ist, ich betone, möglichst, also so gut, wie es für Menschen möglich ist, ohne Scheuklappen und Tunnelblick auszukommen. Das heißt, wir sagen gar nicht, dass wir das hundertprozentig schaffen können, aber unser Bestreben ist es, den ganzen Horizont oder wenn man die Welt mal mit einem Puzzle vergleicht, also das gesamte Puzzle und das Gesamtmotiv auch zu erkennen und alles Einzelne da an seinen rechten Platz und sein rechtes Maß kommen zu lassen. Also dass nicht es so ist, dass wir uns einfach mit dem, worüber wir nachdenken oder wofür wir uns engagieren, naja, wir haben uns halt auch was ausgesucht. Das ist soll nicht das Motiv sein, sondern wir versuchen herauszufinden, was im Ganzen das Sinnvolle und Richtige wäre. Also auch das Wichtigste. Und das ist so ein heikler Punkt, dass die anderen viel engagierten alternativen Leute, ja, ich drücke es erstmal behutsam aus. Sie schauen nicht, wo ist ein Ort, der so diese Absicht hat, diesen guten Willen. Und da gehen wir mit hin, da rennen wir, um da mitmachen zu können. Ja, es ist sogar so, dass wenn man auf sie zugeht und die Frage stellt, wollen wir jetzt mal drüber nachdenken, also wo das Ganze, auch das, wo man gerade engagiert ist, so platziert ist im Gesamtzusammenhang, wie das da stimmig einzuordnen ist, dann weichen die Menschen dem aus. Also nicht nur, dass sie von alleine nicht gerannt kommen oder von alleine auf die Idee auch kommen, zu schauen, wo wird ohne Tunnelblick und Scheuklappen die Gesamtsicht gesucht, sondern wenn man kommt, dann stellt man fest, sie sind auf ihre Einzelteile auch so fixiert, dass es ihnen unangenehm wird, die in Frage zu stellen, also ob der Platz im Ganzen stimmt. Das ist ein ganz grundlegendes Problem, über das wir hier auch oft sprechen, also bei unseren Talks. Und ich glaube, es gibt aber keine andere Möglichkeit. Also wir hatten beim letzten Talk, hatten wir auch die Frage, wie können wir es attraktiv machen für Menschen, die ja auf ihre Lebensaspekte fixiert sind. Auch Menschen, die jetzt Millionäre sind und die denken, dass sie glücklich sind im Luxuskomfort. Also das war so ein Punkt, den wir ja auch noch aufgreifen wollten. Und ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die man nennen kann. Also man könnte auch sagen, ja Leute, ist ein bisschen Abwechslung, ne, so wie ihr sonst Urlaub macht oder anstrengende Wanderurlaube oder sogar Survival oder Bushcrafting und so weiter. So kann es ein Unterhaltungselement für euch sein, mal in solche alternativen Kommunen oder in solche ganz offene Denkungsart mit reinzuspringen für eine bestimmte Zeit oder mit einem bestimmten Energieaufwand. Man kann auch sagen, ihr habt da auch bestimmte Vorteile von. Also zum Beispiel, wenn, was weiß ich, so eine Alternativkommune gesunde Ernährung praktiziert und ihr macht da mal mit, das kann ja sehr wohl so sein. Ja, dann mache ich noch mit zwei Sätzen rund, was ich dann beim nächsten Mal genauer beschreibe. Also am wichtigsten wäre aber eben, dass man den Leuten sagen könnte, obwohl man damit rechnen muss, dass das auch Widerstände trifft, weil es gegen die Suchtorientierung geht, die sonst ihr Leben bestimmt,
dass man ihnen sagen könnte, ihr seid doch geistige Wesen, animal rational, das denkende Tier. Da ist es doch gut, alternatives Leben im Sinne von Denkkultur mal zu erfahren und zu erforschen. Und bei uns noch was Besonderes, eben, dass wir nicht nur über dies und jenes ein bisschen nachdenken, sondern dass wir den gesamten Denkhorizont aufmachen wollen und zu Ende denken wollen, was darin die passendste Lebensstrategie, der passendste Lebensplan, der erfüllendste Lebensplan auch sein kann. Ja, ich gebe weiter. Ja. Ja, also ich bin ja der, bin zum Schluss gekommen, dass ich leider, dass wir nur sehr wenig Möglichkeiten haben, die anderen Menschen zu beeinflussen. Wir können einfach nur mitteilen, aus welchen Argumenten wir welche Form gut finden. Ich habe jetzt mal eingeblendet die andere Seite, nämlich das Thema Gemeinwohl, Gemeinschaft Köln Süd sozusagen, das ich ja anbiete für alle, offen für alle Varianten von Lebensformen. Ne? Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann auch mal ein paar Leute finden, die dann mit mir so ein Unterexperiment der Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd machen wollen, das dann so ein bisschen in Richtung der Bonobo-strukturierten Gruppenehe geht. Aber ich bleibe jetzt erst noch mal ein bisschen bei der Gemeinwohlwirtschaft. Also ich glaube sogar, dass es uns, dass die politische Lösung eigentlich schneller gehen könnte, wenn es uns gelingen würde. Ich habe heute wieder eine Sendung gemacht, wo ich die Milliardäre wieder angesprochen habe. Wenn es uns nur gelingen würde, einen einzigen deutschen Millionär, Milliardär vielleicht zum Gespräch zu bringen und zu überzeugen. Und wenn der dann einen Teil seines Geldes verwenden würde, die anderen Milliardäre zu erreichen der Erde und ihnen klarzumachen, die Marktwirtschaft zerstört unser aller Leben. Die Marktwirtschaft ist ein System, wo zum Beispiel der eine, der mit Autokonzernen Milliarden verdient, geschädigt wird in seiner Gesundheit von denen, der mit Nahrungskonzernen Milliarden verdient, weil die Nahrungskonzerne in der Marktwirtschaft automatisch darauf hinauslaufen. Je billiger die Stoffe sind, die man verwendet, desto größere Marktchancen hat man in der Marktwirtschaft. Aber diese billiger hergestellten Stoffe, Aromastoffe, alle möglichen Chemikalien und so weiter, sind am Ende einfach krankmachend und machen auch die anderen Milliardäre krank. Beispiel fällt mir immer wieder ein, dass der Warren Buffett Krebs hat. Und was nützen ihm seine ganzen Milliarden, wenn er eben durch die anderen Milliardärskollegen vergiftet wird mit krankmachenden Lebensmitteln und dann eben an Krebs leidet. Und ja, das ist genau der Punkt. Und dann ist ja für mich nochmal sehr wichtig zu sagen, dass die Marktwirtschaft ja aus meiner Sicht ein extremer Glücksräuber ist. Ja, also dass sie sozusagen, ich zeige das nochmal ganz kurz hier auf dem Schaubild, hier haben wir den wahrheitsorientierten Früharzt und Frühhändler. Der ist in der Marktwirtschaft von der Pleite bedroht, weil eben die Konkurrenz da ist, nämlich die sich irrenden Frühärzte und Frühhändler, und die kommunizieren also alle möglichen Sätze, die quasi den Menschen alle ihre natürlichen Glücksmöglichkeiten wegreden. Das also das Singen immer seltener wird, Singen, Tanzen, Musizieren, Massage, Streicheleinheiten, Liebesleben, Sexualität, alles wird weniger, weil die Leute in der Marktwirtschaft kann der Früharzt und Frühhändler dann am meisten verdienen, wenn die Leute
total unglücklich sind, dann kaufen sie mehr Ersatzbefriedigung und machen einen Überkonsum sozusagen. Dann kann er viele leibliche Nachfahren ernähren und findet auch viele geistige Schüler und Nachfolger seines vorteilbringende Irrtumssystems, sodass dann auch irgendwann an den Akademien und Universitäten seine vorteilbringenden Irrtümer gelehrt werden. Und so darunter leiden auch alle Millionäre, alle Milliardäre und so weiter. Und es müsste nur einer dieser Milliardäre aus Deutschland hier einfach verstehen, aha, die Marktwirtschaft schadet uns allen und die Gemeinwohlwirtschaft stellt ja gar keine Bedrohung dar. Ich habe heute wieder den Leuten gesagt auf der Straße, mach den Satz noch rund, ich habe den Leuten heute wieder gesagt, ja, Aldi wird nach wie vor oben sein bei der Ernährung. Nur wird Aldi eben gut werden darin, gesundheitsförderliche Nahrung zu machen und die Leute mit einer Ernährungsberaterin zu verführen zu einem gesünderen Gesamtlebensstil, einem glücklicheren, gesünderen Gesamtlebensstil, weil davon das Überleben von Aldi abhängt. Aber ich habe keine Zweifel, dass Aldi oder Rewe oder Lidl oder wie sie alle heißen, weiterhin Marktführer bleiben werden. Nur das Spiel wird geändert. Und jede dieser Firmen hat immer bewiesen, dass sie sich den Rahmenbedingungen anpassen kann. Also kann sie sich auch problemlos den gemeinwohlwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Nur dass dann ich nicht mehr angeboten kriege, pestizidverseuchte Nahrungsmittel und Chemiecocktails, sondern im Prinzip mir nahegelegt wird, nur noch mich mit gesunden, wirklich mit gesunden Sachen abzugeben, sozusagen. Ja, ich gebe weiter, denn das ist also sozusagen der Kern. Gemeinwohlwirtschaft wird niemandem wehtun, sondern wird uns allen gut tun, auch den Milliardären. Und das ist mein Argument, warum nur dort die Lösung liegen kann. Ne? Ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön, danke schön. Ja, es ist ein ganz faszinierendes Ding. Denn im Grunde genommen, also schon als Jugendlicher, als ich mich da so auf den Weg gemacht habe, hat mich das extrem fasziniert. Also ich hatte einen kurzen Moment, als ich für mich gemerkt habe, ich kann die Augen weit aufmachen, kann sozusagen die Gesamtlandschaft in den Blick nehmen und meinen Weg da einordnen. War ein totales euphorisches Hochgefühl, ich kann mich orientieren. Das Leben ist gar nicht orientierungslos, ich torkele da nicht blind oder stoße im Dunkeln gegen einen Stein nach dem nächsten. Nein, in hellem Licht kann ich die gesamte Landschaft überblicken und meinen Weg da einsortieren. Mir war sofort klar, dass das ja, Aufklärung, Erleuchtung, waches Bewusstsein, dass das alles damit in hohem Grade gegeben war oder darin sich dann entfalten konnte. Und also dieses euphorische Glücksgefühl war so, dass man mir, wer weiß, was da hätte anbieten können, auch noch so viele Milliarden. Ich hätte doch nie mehr gesagt, ich mache freiwillig jetzt die Augen wieder zu. Also ich setze mir da irgendeine verengende Brille auf, wodurch ich da nicht mehr so den Zusammenhang sehen kann und mich da nicht mehr so orientieren kann. Es war für mich einen Moment lang völlig undenkbar und einen ganz, ganz kurzen Moment dachte ich auch, Mensch, da brauchst du jetzt nur noch zu den anderen Menschen hinzugehen und vielleicht haben die das ja auch schon selbst, weil es ist ja so einfach, aber einfach noch zu ihnen hingehen und ihnen das so auch zeigen oder ihnen das ermöglichen, damit auf die Weite zu schauen und sich zu orientieren. Und dann machen die bestimmt alle mit, weil es gibt doch nichts Reicheres und Erfüllenderes. Mir war auch klar, dass ich durch diese Orientierung an dem Gesamtzusammenhang auch für alle Einzelfragen die besten Antworten dann finden könnte. Also heißt nicht, man irrt sich nicht oder heißt nicht, dass man an manchen Stellen auch viel Detailwissen sich dann verschaffen muss, um eine konkrete Lage, also was ist da in diesem Tal drüben bei dem Fluss so und so jetzt die beste Verhaltensweise. Da muss man auch manchmal die Details natürlich erforschen. Man kann Unwissen haben, man kann sich irren. Aber auf jeden Fall kann man
sein einzelnes Tun, das einzelne Teil, das einzelne Puzzleteil, nur richtig behandeln, wenn man seinen Platz und sein Maß im Ganzen als ausschlaggebende Rahmenumstände mitbedenkt und zu Leitmaßstäben macht. Also das war meine Sicht. Und dann stellte ich eben ernüchtert fest, dass die Menschen um mich herum geradezu erschreckt und ablehnend reagierten, wenn ich den Blick so öffnen und die große Orientierung so anbieten wollte, weil sie eben auf Splittermotive fixiert waren. Und als Bild sage ich ja immer, es ist wie ein großes Puzzle. Die meisten Menschen gucken sich irgendeine Lieblingsecke an und reißen sich die Teilchen da hin unter den Nagel, schneiden hier was ab, hämmern dort was, knicken hier was weg, damit sie sich da ein Splittermotiv draus machen können, was ihnen da gefällig erscheint. Und dann wundern sie sich, dass es mit dem übrigen Puzzle nicht zusammenpasst und dass das mit dem großen Puzzle nicht so richtig funktioniert, wenn alle das machen, dass man da nicht das Gesamtmotiv bei rausbekommt. Ja, und das wurde mir dann aber zum Glück, wurde mir das relativ schnell klar, sodass ich mir gesagt habe, okay, dann gehst du halt hin und lebst selber diese Fülle und dieses Glück und versuchst die anderen einzuladen, so gut wie es geht, in der Hoffnung, dass man zumindest ein paar findet, mit denen man so Modellkeimlinge schaffen kann. Und man weiß ja nie, also weil das eben so einfach ist und man sich denkt, das müsste eigentlich im nächsten Moment bei allen auch kippen, also ein Kippeffekt auftreten, dass die alle mitmachen wollen. Weil das eben so einfach und faszinierend erschien, dachte ich mir, man kann es ja nie ausschließen, wie weit es gehen kann. Aber jedenfalls, egal wie weit es geht oder wie stark es wächst, es ist das gute Wachstum. Ist nicht so, dass, weil da jetzt die anderen nicht mitmachen, man sagen könnte, ja, dann machen wir doch was anderes und dann ist das das Beste. Die Logik ist klar, dass man diesen Gesamtzusammenhang oder das Gesamtbild des Puzzles nicht zerfetzen darf. Das ist völlig eindeutig. Also tut man, was man kann, freut sich der Fülle, bildet mit anderen Modellkeimlinge und lädt ein und hofft auf das, was alles passieren kann. Ja, ich dürfte meine Zeit, glaube ich, bald erreicht haben. Ja, 5 Sekunden. Okay, dann gebe ich weiter. Ja, und da ist halt mein Argument, warum ich also so plädiere für die Gemeinwohlwirtschaft und die Wohlfühlstimme. Beispiel, ich gehe im Restaurant essen. Ich bezahle 20 Euro in bar. Ich halte die Krankenversicherungseinkaufskarte oder Gesundheitsversicherungseinkaufskarte an den Terminal. Eine Sekunde später ist im Computer des Bundeswahlleiters angekommen, dass ich für 20 Euro in dem Restaurant XY gegessen habe. Wenn ich dann 2 Stunden später Bauchschmerzen bekomme, weil dieses Restaurant ein Hygieneproblem, ein Salmonellenproblem hat und 100 andere Gäste auch melden, wohlfühlen, ein bisschen verschlechtert, sehr stark verschlechtert oder extrem stark verschlechtert, also 1, 2, 3, also verschlechtert 1, 2 oder 3. Ja, und ich teile dann mit irgendwie Bauchschmerzen, verschlechtert 2 und 100 andere teilen auch mit irgendwie verschlechtert, entweder 1 oder 2 oder 3 sozusagen. Ja? Dann weiß der Computer des Bundeswahlleiters, hat automatisch, aha, da gibt es ein Problem. Irgendwie entweder der Restaurantleiter hat irgendwelche giftigen Nahrungsmittel, an denen die Leute krank werden, oder er hat ein Hygieneproblem und hat Salmonellen und so weiter oder hat bakteriell verseuchte Sachen oder was auch immer. Es ist uns ganz egal, was für ein Problem er hat. Er wird aber finanziell abgestraft, sodass seine Strategie zum Beispiel, sich die Putzkosten einzusparen
Und zu sagen, so nach dem Motto, wenn die Leute Bauchschmerzen kriegen, ist doch nicht so schlimm. Die können das doch nicht so eindeutig zuordnen, ob das von unserem Restaurant ist oder ob es von was anderem ist, das sie gegessen haben. Da kommen wir schon mit irgendwie durch, ja. Und so läuft es in der Marktwirtschaft und in der Gemeinwohlwirtschaft, wird das halt sofort erfasst und führt zu finanziellen Verlusten. Man kriegt reduzierte Verdienstzuschüsse und das Geld, was einem da fehlt, bedroht einen dann mit der Pleite sozusagen. Und so wird jedes Restaurant äußerst sorgfältig alles tun, um gesunde Nahrung und unter gesunden hygienischen Bedingungen den Menschen anzubieten. Und das ist Gemeinwohlwirtschaft. Und da der Grund, warum das Argument, warum ich sage, wir kommen daran nicht vorbei, ist, weil die meisten Menschen leider nicht über die Geisteskraft verfügen, über die ein Öff-Öff verfügt, über die ich zumindest nach ungefähr mit meinem 35. Lebensjahr war dann meine Geisteskraft so groß, dass ich die im Studium gelernten, vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheit, meiner Gesundheitssparte sozusagen durchschaut habe als Irrtümer. Und erst ab dem Moment konnte ich ja ein schlechtes Gewissen bekommen, denn vorher konnte ich ja gar kein schlechtes Gewissen haben, weil ich mir ja gar keines Irrtums bewusst war. Ich dachte ja, es handele sich um Wahrheiten. Und so habe ich dann erst mit 35 durchschaut, dass ich in der Universität vorteilbringende Irrtümer gelernt habe, die die Menschen chronisch krank halten, aber mir Geld bringen. Und erst dann konnte sich mein Gewissen regen. Und dann konnte ich das Post-Conventional Level erreichen, nämlich dass ich sagen konnte, richte mich moralisch nicht nach dem, was konventionell ist, was alle machen, so, sondern ich richte mich nach dem, was gut ist für das Ganze. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr verantworten, weiterhin die Praxiskosten dadurch aufzubringen, dass ich die Leute chronisch krank halte und in Dauerkunden verwandle und in Dauerpatienten sie abhängig mache von mir. Und also muss ich die Praxis schließen und arbeite nur noch ehrenamtlich für die Menschheit sozusagen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie viel Prozent der Bevölkerung haben diese Geisteskraft? Und vor allem, wenn ich bis zum 35. Lebensjahr gebraucht habe, kann es nicht sein, dass die Masse der Menschen bis zum 120. Lebensjahr brauchen wird, bis sie die geistige Kraft hat, die eigenen vorteilbringenden Irrtümer zu durchschauen. Kann es nicht sein, dass sogar die meisten Menschen 1.000 Jahre bräuchten, bis sie die Geisteskraft hätten, ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer zu durchschauen? Und deswegen sage ich, ist die Gemeinwohlwirtschaft mit der Wohlfühlstimme so wichtig, weil sie die Leute sozusagen ihnen, die Leute, den Leuten teilweise die Qual der Wahl abnimmt und sagt, du kriegst immer, wenn du anderen schadest, kriegst du eine eindeutige Rückmeldung. Du wirst dann finanziell abgestraft und durch diese eindeutige Rückmeldung kriegt jeder mit, dass er den anderen schadet und dann kann er damit aufhören, anderen zu schaden. Ich gebe weiter. Tschüss, bis zur nächsten Runde. Ja, danke, Dylan. Ich spreche mal vielleicht ein paar von den einzelnen Aspekten an, zu denen man ebenfalls aus meiner Sicht ziemlich leicht kommt, wenn man aus dem Blick auf die Gesamtlandschaft versucht, seine Sicht und seine Orientierung so zu bestimmen. Denn da staune ich auch, dass das so wenig von den Menschen mitbedacht wird. Ich verbinde das mit einer Beschreibung, wie ich es meist ja gerne so am Samstag mache, dass ich auch ein bisschen darstelle, wie ist meine konkrete Situation.
lebe nur noch in Kommuneprojekten. Also ich bin hier jetzt in Hessen, in einem Bildungshaus, auch mit Frau und Kind und noch anderen menschlichen und tierischen Mitbewohnern. Und das ist die ganzheitliche Bildungswerkstatt lilitopia.de. Drumherum haben wir das größte Geflecht hier in Deutschland, also 5, 6 Projektstandorte, Vereine, eine Genossenschaft, wo wir versuchen, so auch im Sinne der freien Argumentekultur und ganzheitlichen Nachhaltigkeit oder Menschengeschwisterlichkeit Lebensmodell oder Lebensmodelle zu schaffen. Gleichzeitig seit anderthalb Jahren bin ich damit engagiert, in Berlin was zu machen, also was der Robert F. Kennedy bei seiner Rede am 29.08.2020 gut auf den Punkt gebracht hat. Es kann sein, dass die entscheidende Front gegen den Totalitarismus mal wieder da in Berlin verläuft, also wo sich immerhin Massen entgegengestellt haben gegen die derzeitige Demokratieabschaffung, die da läuft, in Verbindung mit Corona. Und da war mir dann klar, oder meine Frau schickte mich da auch hin, als es hieß, da soll ein Widerstandszeltcamp gebildet werden, wo man auch ganz ohne alles, ohne Startgeld, einfach so zurechtkommen kann und sich auch nicht mehr erpressen oder was weiß ich, ja, aus dem Bild manipulieren lässt, sondern so nach dem Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt und so im Sinne von Gandhi auch, wir wollen die Lösung sein, die wir in der Welt sehen wollen und das nicht nur so individuell, wie es jetzt viele Leute dann gerne sich vorstellen, sondern auch gemeinschaftlich, auch systemisch mit neuen Entscheidungsstrukturen, also Entscheidungsstrukturen halte ich für das Allerwichtigste, aber dann auch neuen sozialen Strukturen, Verteilungsstrukturen und so weiter. Ja, und da versuche ich jetzt, weil die Querdenker, die das angefangen haben, haben das dann teilweise aufgegeben und der letzte Organisator das an mich weitergegeben, um diesen Faden so am Leben zu erhalten. Und naja, mit Ach und Krach geht das auch so. Also im Moment sind jedenfalls 2 jüngere Leute als Vertreter von mir da in Berlin, die so sich als ein Stück weit Zeltbewohner, ich sage immer, gut wäre, wenn ihr euch so verstehen könnt, als Hauptwohnsitzzelter da in Berlin sich so versuchen zu verstehen. Und es gibt Orte und es gibt Ansprechpersonen. Also ein Rahmen ist da und wer wollte, könnte da also in Berlin auch mitmachen bei der Bildung von solchen Hoffnungsreservaten, Überlebensreservaten, Demokratiereservaten. Damit komme ich zu einem anderen Aspekt eben auch. Also wir haben die Corona-Situation und im Moment schwebt ja die Gefahr über uns, dass die da eine Impfpflicht auch aufstellen wollen, die man angesichts der angedachten Strafen, also welche Bußgelder und also Rechtswissenschaftler sagen dann, wenn ihr solche Bußgelder verhängt, dann müsst ihr auch den Schritt machen, dass den Leuten Beugehaft und so etwas damit verbunden angedroht wird. Also wie lange man das oder wie sehr man das als Impfpflicht bezeichnen will oder dann auch schon als Impfzwang, das ist ja eine Interpretationssache. Jedenfalls schwebt das als große Entartung der rechtsstaatlichen Demokratie und der Verantwortungsgesellschaft über uns. Und ich staune, dass da nicht mehr Leute darauf kommen, die systemische Gegenargumentation so stark wie möglich auszuprägen und sich da auch für zu engagieren. Ist natürlich klar, das liegt an dem letzten von 3 Punkten, die ich jetzt so für mich als Programm der nächsten Monate raushänge, was ich zu Weihnachten auch an Bundeskanzleramt, Reichstag und Bundespräsidialamt geschickt habe, dass ich sage, Leute, lasst uns gucken, gegen eure Manipulations- und will ich die Eskalation des Geistes, der Argumentekraft hochfahren. Und lasst uns mal als klaren Ausgangspunkt, um von da aus auch vielleicht über anderes freier und lockerer und offener miteinander diskutieren zu können, lasst uns prüfen, ob ein Ungeimpfter, der bereit ist, wenn er an Corona erkrankt, auf sein Beatmungsintensivbett zu verzichten, der bereit ist, sich natürlich zu infizieren statt Impfung, also auch eventuell gezielt, wie früher bei den Masern-Partys oder so.
Und der, wenn euch das alles nicht reicht und ihr denkt, auch indirekt könnte der jetzt vielleicht andere noch zu sehr anstecken oder für Überlastung des Gesundheitssystems sorgen. Also wenn dieser Ungeimpfte sich zusätzlich noch bereit erklärt zu sagen, ich lasse mich darauf ein, einvernehmlich nach Absonderungsformen zu schauen, also was ich eben Reservate nenne. Reservate für natürliche oder natürlich lebende Menschen, die freiwillig aufs Ganze verantwortlich leben wollen. Also spätestens dann würde ich da eben jetzt die Frage aufstellen und ich bin auch in Gerichtsprozessen, wo, wenn ich anders darüber diskutiert werden kann, vielleicht dann vor einem Richter, ich die Frage stellen würde, besteht gegenüber so einem Menschen die Berechtigung, ihm da Zwang anzutun? Also schon die Maßnahmen, aber auch mit Impfpflicht und so. Oder müsste man, wenn es hier demokratisch zugehen soll und rechtsstaatlich, also nicht Recht des Stärkeren, sondern Stärke des Rechts, der Wahrheit, der Argumente, müsste man dann nicht bereit sein, da miteinander offen zu reden und dann zum Ergebnis kommen, so ein Mensch hat das Recht, dass seine Freiheit gewahrt bleiben kann. Okay, über andere Einzelheiten beim nächsten Mal mehr. Ich gebe wieder weiter. Ja. So, dann probiere ich mal wieder. Ja, also für mich ist diese ganze Corona-kritische Bewegung eine einzige Enttäuschung gewesen, weil die irgendwie den Denkfehler hinbekommen haben. Och, die Marktwirtschaft ist nicht das Problem. Die Marktwirtschaft kann ich belassen. Ich muss nur die Leute verklagen, ich muss Prozesse führen oder irgendwie, ich mache ein paar Demos und dann wird die Marktwirtschaft schon auf mich hören, auf uns hören und dann wird sie wieder harmlos und ungefährlich werden. Und das ist einfach aus meiner Sicht ein einziger Irrtum. Denn mein Argument lautet, die Marktwirtschaft ist ein System, in dem Profite auf Kosten der Menschen der Normalfall sind. Das heißt, dass in den letzten 170.000 Jahren sich das Gesundheitswesen sich lauter vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben. Alles Irrtümer, Menschen Schaden zuzufügen, aber den Geldbeutel der Pharmakonzerne, der Impfkonzerne, der Maskenkonzerne, der Testkonzerne, der Medizinkonzerne, der Krankenhauskonzerne zu füllen, so gut es geht, die Taschen zu füllen. Und ich bin überzeugt, das marktwirtschaftliche Gesundheitswesen grundsätzlich wahrscheinlich in der Summe wesentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen. Und und meine Devise lautet, es nützt überhaupt nichts, an den marktwirtschaftlichen Spielereien teilzunehmen, an deren Demos, an deren anderen Dingen, sondern sozusagen, es gilt nur, Marktwirtschaft beenden. Und das war ja das auch, das zeige ich gerade nochmal, das war ja auch diese Weltsensation, dass eben im ZDF und in Arte diese Sendung hier, ist der Kapitalismus am Ende, Kapitalismus abschaffen und das immerhin über eine von mindestens vier Varianten der Gemeinwohlwirtschaft, nämlich über die weltberühmte Gemeinwohlökonomie, dort gesprochen wurde. Und da liegt aus meiner Sicht eben deswegen die einzige Chance, weil in der Gemeinwohlwirtschaft wird jeder Pharmakonzern nur noch an der Gesundheitswirkung, die er auf die Menschen hat, gemessen und nicht daran, mit welcher Bauernschleue es ihm gelungen ist, die Menschen in Tablettensüchtige zu verwandeln oder in willige Konsumenten von irgendwelchen Chemotherapeutika oder von irgendwelchen Impfungen oder anderen Dingen. Also das heißt, das Ganze ist aus meiner Sicht eben, mein Argument lautet, es ist ein Systemfehler. Ja, das heißt, diese Marktwirtschaft erlaubt
einfach Profite auf Kosten der Menschen und wir brauchen ein System, das Profite auf Kosten der Menschen nicht mehr erlaubt. Dann hätte es die Schweine, den Schweinegrippeskandal, den Vogelgrippeskandal und den Corona-Skandal niemals gegeben. Der wäre gar nicht möglich gewesen, weil Gemeinwohlwirtschaft das nicht zugelassen hätte. Jede Firma, die wäre ja pleite gegangen, weil ja der Gesamtschaden erfasst wird. Der Schaden an Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner würde gemessen werden. Und dann würde bei immer als Gesamtbilanz rauskommen, ja hoppla, wir richten ja mehr Schaden an als Nutzen. Und wir gehen ja jetzt pleite oder wir müssen uns umändern und müssen zum Gesundheitsförderer werden und müssen den Menschen helfen, starke Immunsysteme zu bekommen, sodass sie über alle möglichen Viren in Zukunft lachen werden. Ne? Und das ist dann ein Gesundheitswesen. Ja? Und ja, also in der nächsten Runde werde ich dann darauf eingehen, wieder auch die zweite Strategie, also Gemeinwohlwirtschaft, wäre sicherlich die schnellstmögliche Strategie, weil das braucht eigentlich nur ein einflussreicher Mensch verstehen und es in die öffentliche Diskussion werfen. Und dann kann das ruckzuck zu einem Wandel kommen. Ja? Und die zweite Strategie ist das, was ich so nenne, die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, also generell. ÖFF hat ja ungefähr 10 Locations zur Verfügung in ganz Deutschland, wo Gemeinschaften entstehen können, Kommunen wachsen können, die es versuchen, mit Hilfe der Talks am Samstag und am Montagabend dort, dass die Persönlichkeiten sich entwickeln und die Menschen fähig werden zum glücklichen Gemeinschaftsleben. Aber dazu mehr in der nächsten Runde. Ich gebe weiter an ÖFF. Ja, danke dir. Ich war bei Einzelaspekten zum Schluss, wie es ist mit einer Gegenargumentation jetzt hier gegen die Impfpflicht. Und ja, liebe Zuhörer, haltet ihr das, was ich da eben dann in meinem Vorbeitrag dazu erklärt habe, für schwere Gedanken? Also, dass man sagen würde, am Ende, wenn zu sehr Gefahr darin gesehen wird, dass man andere anstecken könnte und das Gesundheitssystem überlastet werden könnte, dass man sagt, okay, wie wird denn sonst damit umgegangen? Auf welche Ideen kommen denn Leute sonst? Ne? Also weltweit sehen wir Quarantäne, Das Entsetzliche für Lagerung. mich ist, dass dein Vorschlag oder aber auch meine Patientenverfügungsvorschlag, dass das kein Mensch aufgreift. Das entsetzt mich. Ja, genau. Und also alle wissen, es kann eine Konsequenz sein, die das jetzige System ergreift als Gewaltmaßnahme, als Strafe, ne, Quarantäne, Lagerbildung. Warum kommt man nicht auf die Idee zu sagen, lasst uns das doch in der Weise einvernehmlich regeln, dass uns das auch ja, entgegenkommt? Weil wir wollen ja nicht diesen jetzigen Rahmen mit euren Zwangsmaßnahmen und so, wir wollen ja einen Freiheitsrahmen. Also dann lasst uns doch überlegen, wie ihr dann euch sicher fühlen könnt und wir kriegen unseren Freiheitsrahmen. Also für mich ist auch besonders entsetzlich, dass diese Idee scheinbar den Menschen so fern liegt, obwohl es ganze große alternative Szenen gibt, die seit Ewigkeiten sagen, es wäre doch was Tolles, wenn wir solche anderen Freiräume bekommen könnten, um da, ja auch nicht nur wegen irgendwelcher Pandemien, um da aus einer ganz anderen Logik des menschlichen Lebens und Zusammenlebens einen Neuanfang quasi oder einen Alternativanfang machen zu können. Viele Alternative und auch die ganze anarchistische Tradition haben ja die Vorstellung, dass wir, und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das immer das Entscheidende, der Dreh- und Angelpunkt von allem, dass wir eine andere Entscheidungskultur brauchen. Nicht Monarchie, Aristokratie, Oligarchie, Diktatur natürlich oder so etwas. Auch nicht Mehrheitsdemokratie, sondern Konsensdemokratie, Konsensanarchie.
Also wo keiner mit Gewalt gezwungen wird und man etwas macht, wo jeder sagt, okay, da kann ich mit leben. Also keiner ist da, der sein Veto quasi einlegt. Das ist ein bekannter Traum. Die anarchistische Tradition, viele alternative Strömungen, einschließlich die Ursprünge der grünen Bewegung und sowas, die wussten das. Die Gandhi-Tradition steht für die Bildung solcher Gemeinschaften, wo sich Menschen zusammentun und wo sie eben wirklich sagen, wir wollen miteinander so ein Vertrauensverhältnis, so ein Verhältnis, dass wir gemeinsame Gewissenswerte zur Basis machen können, dass wir uns einigen können im Konsens. Also wir möchten so etwas miteinander hinbekommen und dafür brauchen wir die enge Gemeinschaft und auch eine Gemeinschaft, die die Freiheit hat. Also jetzt nicht, dass von außen irgendwelche Herrschaftseinflüsse oder irgendwelche Konsummehrheiten uns das zerschmettern. Also auch ohne Corona ist es ein Traum, die freie Entscheidungsgemeinschaft zu bilden und dafür einen freien Rahmen auch finden zu können. Also ich staune dann, dass wenn die Weltentwicklung es zuspitzt quasi, dass man sagen könnte, Leute, bevor ihr uns dazu zwingt jetzt hier, dass wir mit unserem Freiheitsverständnis, dass wir uns nicht impfen lassen wollen und so weiter, bevor ihr uns einen wegsperrt oder zwingt, irgendwie in Lager zu gehen, jetzt können wir euch doch unseren größten Traum als stärkstes Argument auf den Tisch knallen. Wir sind dazu bereit, dann ist keine Gefahr mehr. Und ihr könnt auch nicht sagen, das macht euch zu viel Aufwand, das geht nicht, nee. Spätestens, wenn man sagt, wir bringen sogar die Immobilien mit ein. Und wenn man ihnen sagt, wie viel Aufwand müsste es euch denn wert sein, uns nicht in die Grund- und Freiheitsrechte reinzugreifen? Also das wäre doch was, wo sie wirklich auch eine gewisse Aufgeschlossenheit haben müssten, zu sagen, jawohl, na, wenn es da noch eine andere Möglichkeit gibt, als euch so in eure Freiheitsrechte reinzuregieren, euch da Gewalt anzutun. Die Freiheits- und Grundrechte der Menschen sind uns doch ganz viel wert. Da würden wir doch einen gewissen Aufwand vertreiben. Und wenn ihr uns hier jetzt einen Vorschlag macht, wo wir uns auch ausreichend sicher vor euch fühlen können, na, da sind wir doch erstmal aufgeschlossen und prüfen, ob der Aufwand sich da nicht in einem angemessenen Rahmen halten kann. Also, warum nicht? Und das zeigt mir, dass da ganz viel, ich sag's jetzt auch mal ganz frech, Gelaber war und ist, bei diesem Traum wirklich hinzugehen und so einen anderen Freiraum zu schaffen. In Wirklichkeit ist das ein großes Geschrei von einer anderen Welt, wo man aber hauptsächlich der Logik folgt, es muss alles anders werden, aber es darf sich nicht viel ändern. Also diese Anpassung an die Massenkultur ist so bestimmend in meinen Augen, dass sogar diese Träume, wo Menschen die schon geäußert haben, oder jetzt, wenn ich hinkomme und sage, ey Leute, kommt, jetzt lasst uns diesen Traum mit in die Waagschale werfen, lasst uns das vorschlagen und die solche Keimlinge bilden, was ich ja eh schon seit mehr als 30 Jahren mache, dann laufen sie eher weg, die lieben Träumer, Alternativen und Anarchisten, statt dass sie sagen, na, da sind wir doch voll mit dabei. Okay, mit dieser Faszination, die auch der Dylan ja angesprochen hat zwischendurch mit seinem Kommentar, dass das so erschreckend ist, mit dieser Faszination, warum wir das Einfache, das lange Erträumte nicht ergreifen, wenn sich sogar die Gelegenheit dazu aufdrängt, gebe ich weiter an den guten Dylan. Ja, und genau, also das trifft sehr gut. Da ist einfach viel Gelaber. Ich würde sagen, es ist so eine Art Kokettieren mit irgendwie anderen Lebensformen. Aber ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass die Masse der alternativen Menschen die dramatische Schädlichkeit der Marktwirtschaft für ihr eigenes Leben gar nicht erfasst. Ich glaube, dass die meisten Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass die Marktwirtschaft ihr Lebensglück ihnen rauben musste, um sie genügend zum Konsumsüchtigen zu machen. Also quasi die Händler leben davon, den Menschen, ohne dass es ihnen bewusst ist, über vorteilbringende Irrtümer das Lebensglück zu rauben, damit die Menschen ihr einziges Glück in der Kaufsucht, in der Konsumsucht, der Alkoholsucht, der Zigarettensucht, der Süßigkeitensucht, der Medikamentensucht, der Reisesucht und in all diesen Süchten ihren einzigen Lebensinhalt finden. Das macht die Marktwirtschaft und das verstehen die Leute nicht. Das ist das Tragische, dass
die menschliche heutige durchschnittliche Intelligenz der Weltbevölkerung leider nicht ausreicht, die Ungeheuerlichkeit der Marktwirtschaft zu verstehen. Und damit auch entsteht ja gar kein Handlungsdruck, sich überhaupt mit Gemeinwohlwirtschaft näher beschäftigen zu sollen. Denn die Marktwirtschaft ist doch so ganz okay. Ja, so das ist das, was die Masse der Menschen in Wirklichkeit denkt, und sie kokettiert so ein bisschen mit alternativen Konzepten, aber das ist so ein bisschen Hobby, so ein bisschen Spielerei. Ja. Und ich gehe jetzt auf das Thema über, auf das Thema Gemeinschaft beziehungsweise Kommune, und erläutere mal, warum ich jetzt für in den Gemeinwohl- oder Bono-Boschenka-Gemeinwohlgemeinschaften oder in der Gemeinschaft Köln-Süd, die ganz viele Experimente haben soll und kann, warum ich mich dann einem Unterexperiment gerne anschließen würde, der Bonobo-Gemeinwohl-Gruppenehe als Unterexperiment. Warum? Nochmal dazu. Eine Sache, habe ich hier noch nie in der Talkrunde gesagt, ist das berühmte, in der Biologie berühmt gewordene Feigenwespenbeispiel. Das Feigenwespenbeispiel ist folgende Situation. Alle Weibchen in der Feige sind schon begattet. Es sind aber noch viele Feigenwespenmännchen übrig, die überhaupt bis jetzt noch kein Weibchen als Sexualpartner gehabt haben. Und die DNS hat genau wie bei uns Säugetieren ja den Hintergrundbefehl: Ich, deine DNS, ich, dein Genom, befehle dir als Körper, als Feigenwespenmännchenkörper, befehle dir jetzt: Du bist wertlos, da du sozusagen meine Gene, meines Genoms bis jetzt nicht geschafft hast, in die Zukunft zu schießen, bist du wertlos. Und ich motiviere dich quasi dazu, jetzt in ein tödliches Duell mit allen anderen bisher noch nicht zum Zuge gekommenen Feigenwespenmännchen zu treten. Und dann tranchieren sich diese kleinen Mini-Wespen gegenseitig und zerlegen sich alle in die Einzelteile. Und es ist ein unheimliches Gemetzel. Und am Ende bleibt vielleicht noch einer als Sieger unverletzt übrig, und der kriegt dann den Zugang vielleicht zu dem letzten Weibchen, was noch übrig ist in dieser Feigenwespe. Ja, warum haben die sich quasi in einen Todeskampf, in ein tödliches Gefecht gestürzt? Weil in dem Moment, wo keine Chance bestand, überhaupt noch jemals einen Sexualpartner zu finden, war keine Chance mehr, sozusagen auf normalem Wege die DNS in die Zukunft zu schießen. Und dann schaltet der Organismus um, und das kann man auch bei Serienmördern feststellen, dass manche Serienmörder eben keine Liebespartner haben und deswegen dann Frauen zum Beispiel vergewaltigen und dann ermorden und so weiter, weil sie eben auch auf diesen Modus umschalten: Bevor du gar keine Chance hast, deine DNS in die Zukunft zu schießen, dann mach's halt mit Gewalt und riskiere dabei dein Leben oder deine Freiheit. Ne? In den USA so Todesstrafe, da riskiert man ja dann immerhin sein Leben. Ne? Und genau weil Lebewesen so sind, mein letzter Satz jetzt für diese Runde, weil Lebewesen so sind, glaube ich, dass wir das Korsett brauchen, auf der einen Seite das Korsett der Gemeinwohlwirtschaft und auf der anderen Seite das Korsett der Gruppenehe. Und dieses Korsett werde ich in der nächsten Runde beschreiben. Ich gebe weiter an Öffe. Ja, danke schön.
Also ich will erstmal an dieser Stelle in die Karten schauen lassen, welche Verlockungsabsicht ich auch so immer habe, wenn wir jetzt in solchen Talks wie heute darüber reden, was wollen wir eigentlich, was ist die Motivation, was ist die Attraktivität dieser anderen Lebensweise. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass ich damit Leute infizieren kann, statt mit Corona, mit diesem Virus wirklich ganz den Horizont aufmachen zu können. Die größten Menschheitsträume, also weil das waren diese Träume auch der Anarchisten und der Anarchokommunisten, wir können ohne Gewalt und Herrschaft, können wir uns zum friedlichen gleichen Teilen unter Menschengeschwistern zusammentun. Alle Menschen werden Brüder und Schwestern und wir teilen so die Entscheidungen und die Güter und das Leben. Es kommt natürlich raus als sinnvollstes menschliches Verhalten, wenn wir vernünftig nachdenken drüber. Und wenn dann die Möglichkeit da ist, wenn einem das mal richtig bewusst werden kann, auch wenn alles drumherum, was weiß ich, kapitalistische oder Suchtkonsumgesellschaft ist, ich kann allein durch Entscheidung, durch die Öffnung meines geistigen Horizontes, kann ich die höchsten Inhalte, die größten Träume der Menschheit für mich zur echten Lebensorientierung werden lassen. Ich kann das ja, mein Bewusstsein durchdringen lassen. Ich kann das zu meinem Lebensexperiment machen. Ich kann schauen, ob das wirklich so schön ist, wenn man mit anderen Menschen auch so umgehen kann. Ja, also meine große Hoffnung ist, dass wir natürlich infizieren können mit der Art, wie wir hier über das wirklich erfüllte Leben als Geistwesen sprechen. Und ich nehme wieder ein Beispiel raus, wo ich staune, dass zum Teil hochintelligente Menschen, Menschen, die gut miteinander diskutieren können, ja, sich in argumentative Schlaufen verfangen, die eigentlich sehr leicht durchschaubar sind, ja, die aber nicht durchschaut werden und die ganz verhängnisvoll werden können für die Betroffenen selbst und für uns insgesamt als Gesellschaft. Ich greife mal folgendes Beispiel auf. Ich habe letztens eine Sendung, ein Video von Bild Live gesehen. Also man muss echt mit Erstaunen ja sagen, dass die Bildmedien im Moment am ehesten noch auch für kontroverse Diskussionen und Gegenstandpunkte zum Regierungsmainstream offen sind. Also obwohl sich das im Moment ein bisschen lockert. Also es gibt ja, der Bundespräsident lädt auch Impfgegner mal zum Gespräch ein. Also an manchen Stellen lockert es sich. An anderen Stellen verhärtet es sich eher. Also wenn Demonstrationen, wie die Innenministerin sagt, am besten gar nicht stattfinden sollen. Ihr könnt doch auch anders eure Meinung zeigen, als indem ihr euch da so versammelt auf der Straße. Und indem die Polizei mit ihren Maßnahmen dagegen oder auch irgendwelche sogenannten antifaschistischen Gruppen mit ihren Versuchen da unterdrückend sich zu verhalten. Ja, also an manchen Stellen scheint es offener zu werden, die Diskussion. Auch im Bundestag wurde dann kräftig über manche Dinge diskutiert. Aber ja, die Frage ist, die ich stellen will, also mit Blick auch auf ein Zitat, ein schönes Zitat, was Noam Chomsky mal gesagt hat. Der sagte nämlich, es ist die perfideste Form von Scheindemokratie, die Menschen in abgesteckten, begrenzten Spielfeldern wild diskutieren zu lassen, ihnen den Eindruck zu geben, sie hätten Demokratie, während durch die Tatsache, dass das so eingegrenzte Spielfelder quasi sind, das, was hinter den Spielfeldgrenzen liegt, umso fester zementiert wird. Und insofern, also für mich ist wirklich die Frage, ob das so ein ausgeklügeltes Spiel ist, also zutrauen, tue ich die Falschheit und die Ausgeklügeltheit den Regisseuren, ob das so ein ausgeklügeltes Spiel ist, zu gucken, ja, wie viel und über welche Dinge können wir jetzt sogar diskutieren lassen und behalten doch noch genug die Machthebel in der Hand, um unsere Hauptziele eben einfach durchdrücken zu können. Also hochspannend, sich das anzuschauen. Aber die Bildmedien waren schon relativ lange als die übrige Medienfront oder so auch nach meiner Wahrnehmung noch verhärteter war im Sinne des Mainstreams, als das jetzt zum Teil der Fall ist. Aber da waren die schon so für konträre Sichtweisen, also auch bei dem Julian Reichelt und so, aber auch jetzt zum Teil, der Klaus Schrunz da. Ja, und da
hörte ich eine solche Sendung und da diskutierte einer, der jetzt gegen die Impfpflicht redete und einer dafür. Also der mache ich die Details in das nächste Mal rein, ne? Ich behalte den Kopf so und gebe erstmal wieder alle Ideen rein. Ja, so, dann versuche ich mal mein Glück. Sekunde, ich habe jetzt hier die Technik. So, jetzt müsste man mich wieder ganz gut hören. Ja, vielleicht nur ganz kurzer Hinweis. Zurzeit ist auch noch ganz gut die Donnerstagssendung von Sarah Wagenknecht, die sehr gute Argumente bringt, die auch auf einem ähnlichen Niveau wie die Bildmedien, besonders gut fand ich ja deren Talkshow Viertel nach Acht, die jeden Tag stattfindet, außer Samstag und Sonntag. Und wir sind halt die Viertel nach Acht vom Samstag, ne? Aber Sarah Wagenknecht kann ich also auch noch empfehlen, das ist noch eine der letzten Linken, Sarah Wagenknecht, ne? Ja, und jetzt aber kurz zu meiner Geschichte mit den beiden Schutz- und Stützkorsetten. Ich habe vorhin ja gesagt, dass die Menschen anfällig seien, das ist mein Argument, die Menschen sind anfällig dafür, auf ihre eigenen Irrtümer hineinzufallen, besonders dann, wenn diese Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen. Und das ist das Problem, dass in der Marktwirtschaft, da es da möglich ist, durch Schädigung anderer Menschen Profite zu machen, erweisen sich bestimmte Irrtümer eben als vorteilbringende Irrtümer in einem verrückten System. Und deswegen brauchen wir das Schutzkorsett Gemeinwohlwirtschaft, weil das dieses Profite machen auf Kosten der Mitmenschen nicht mehr gestattet. Das ist ein Schutzkorsett und ein Schutz- und Stützkorsett. Und die Bonobos haben und vermutlich auch unsere Urgroßeltern zu Zeiten des späten Homo erectus, also der Savannenbonobo und der Urwaldbonobo, haben parallel zueinander ein zweites, und zwar diesmal ein genetisches Stütz- und Schutzkorsett entwickelt. Nämlich gegen das, was ich vorhin geschildert habe, nämlich diese Brutalität der Feigenwespen. Die Brutalität, die in diesem DNS-Befehl steckt. Du Körper, schieße mich in die Zukunft und räume alles Störende aus dem Weg im Zweifelsfalle. Und deswegen hat die Evolution einen Weg gefunden, nur bei dem Urwaldbonobo und bei uns den Savannenbonobos, nämlich, dass die Mädchen wegen Inzestverhinderung, die jungen Frauen, in eine andere Gemeinschaft wandern, dort zärtlich sind mit allen Frauen und sich dort einlieben. Und wenn die Frauen alle in Liebe sind und damit also die Frauen nicht mehr die Tendenz haben, sich gegenseitig die Kinder zu beschädigen oder zu blockieren und so weiter aus Rivalitätsgründen, sondern wenn die alle in Liebe sind, dann möchte niemand die Liebe und den guten Sex mit der anderen Frau verlieren und vergreift sich deswegen auch nie an den Kindern der anderen sozusagen. Ich habe ja in der letzten Sendung sogar ein Beispiel geschildert, dass es unter besonderen Situationen auch Säugetiere problemlos auch sogar eigene Kinder töten können. So nicht nur, dass eine Frau die Kinder der anderen Frau tötet, sondern sogar die eigenen Kinder töten kann. Das ist also Säugetieren wie uns möglich. Und dass diese Liebe all diese grausamen Dinge unnötig macht und verhindert. Und dann, wenn also die neu kommende junge Frau sich dann eingeliebt hat bei den Frauen, dann gewähren diese Frauen auch ohne irgendwelche Probleme den Zugang zu allen Männern der Gemeinschaft. Und
dadurch, dass dann die Männer ja mit allen Frauen sozusagen Sex haben, außer ihrer eigenen Mutter und deren unmittelbar, so weit bekannt, unmittelbaren verwandten Frauen, falls es bekannt ist, was ja unwahrscheinlich ist, aber mit der eigenen Mutter haben sie natürlich keinen Sex, ne? Weil es, das hat ja damals Professor Norbert Bischof nachgewiesen, dass es da überall über solche Vertrautheitsmechanismen dann Inzestverhinderungshemmungen gibt sozusagen oder sexuelles Desinteresse dann die Folge ist. Ja, und dieses Schutzkorsett führt dann dazu, dass also letzter Satz dazu, kein Mann mehr weiß, wer der Vater welches Kindes ist, so dass sich alle Männer statt in gewalttätige Rivalenkämpfer nach dem Vorbild der feigen Wespenmännchen sozusagen werden alle total friedlich und verhalten sich fürsorglich und väterlich gegenüber allen Kindern der Gemeinschaft. Und dieses Stütz- und Schutzkorsett, das mäßigt sozusagen die Gefährlichkeit der DNS von Säugetieren. Und das ist so mein Argument, warum ich eher am stärksten auf das Unterexperiment der Gruppenehe als Unterexperiment der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd setzen würde. Das sind so meine Argumente. Ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön. Ich mache mal weiter mit der Beispielerzählung, wie da sehr einfache Grundargumente nicht gesehen und nicht beachtet werden in solchen Diskussionen, die da heute laufen, ganz wichtigen Diskussionen, die für uns verhängnisvoll schiefgehen können, wenn da wirklich so wichtige Argumente ausgelassen werden, nicht in den Blick mit hineinkommen. Ja, also diese Bild-TV-Sendung, da saß dann der Philipp Piatow auf der einen Seite, der gegen die Impfpflicht redete, und der Peter Thiede auf der anderen Seite, der für die Impfpflicht redete. Und ich verkürze es ganz. Der Philipp Piatow sagte mal, abgesehen von der Freiheitsfrage, also inwiefern den Menschen da also unzulässig Freiheitsrechte genommen werden, ist das in der Sache auch nicht sinnvoll aus zwei konkreten, besonderen Gründen. Wir haben jetzt mit diesem Omikron-Virus ein Virus, eine Virusvariante, die schnelle Ansteckungen durch die ganze Gesellschaft vielleicht bringt, oder ziemlich weit durch die Gesellschaft bringt, mit nachlassender Gefährlichkeit. Und es ist davon auszugehen, dass also bevor eine Impfpflicht greift, quasi schon eine Durchseuchung der Gesellschaft geschehen ist, sodass das in Zukunft eben halt, ich sag mal, wie eine Grippe, dann kommt halt immer wieder und das steckt vielleicht gut an, aber ist halt auch nicht mehr so gefährlich oder so viel mehr gefährlich als anderes. Und ja, okay. Also die Impfpflicht käme zu spät, weil sie dann schon unnötig wäre. Und gerade wenn man sagt, es können ja wieder neue Mutationen kommen, also die jetzigen Impfstoffe wirken schon nur begrenzt, also bei Omikron, und wir haben nicht die Gewähr, dass diese Impfstoffe taugen auch für diese anderen Mutationen. Das heißt, wir würden eine Impfpflicht für eine nicht jetzt erkennbare Situation, neue Situation, die in Zukunft kommt, wo wir auch keine Impfstoffe jetzt im Moment also klar machen können, da würde so eine Impfpflicht beschlossen werden, und das ist natürlich viel zu haltlos, unsinnig und haltlos. Und der Peter Thiese sagte, ja, nun, er hielte es aber für wichtig, dass die Gesellschaft sich auf so eine Gefahr durchaus einstellt, dass mal wieder da ein Virus dann auftreten kann, der eben anders als Omikron viel gefährlicher ist und wo man auch einen passenden Impfstoff dafür hätte. Und dann sollte die Gesellschaft in hohem Grade handlungsfähig sein, und da denkt er, dass vielleicht dann so ein Mittel wie wir sichern jetzt, dass die Bevölkerung sich da durchimpfen lässt, ein sinnvolles Mittel sein könnte, um so eine große Gefahr mit vorhandenem Hilfsmittel dann auch angemessen managen zu können. Ja, so stand sich das da gegenüber, und es sah ein bisschen so aus, als wäre jetzt da ein Standpunkt pro Impfpflicht von dem Peter Thiede, der auch gewisse Überzeugungskraft hätte.
geantwortet hat, aber das führe ich jetzt mal weiter einfach als mögliche Argumentation. Also ich hätte dem Herrn Tiede als erstes gesagt, Moment, das bedeutet aber doch, dass wir über die Frage, ob jetzt eine Impfpflicht per Gesetz den Menschen auferlegt werden sollte, einig sind, nein. Weil im Moment ist das nicht der eventuell in Zukunft kommende, viel gefährlichere Virus, sondern es ist im Moment Omikron und was anderes haben wir jetzt im Moment nicht. Wir kommen da sowieso zu spät. Und wir haben auch nicht, wie der Herr Thiele ja gesagt hat, wenn wir dann in Zukunft den richtig effektiven Impfstoff haben, haben wir ja jetzt auch nicht. Also könnten wir doch festhalten, im Moment sind wir schon mal einig, dass die Umstände nicht gegeben sind, hier jetzt dafür gegen dieses Virus und mit diesen Impfstoffen eine Impfpflicht aufzuerlegen. Dann hätte man schon mal einen kraftvollen Strich drunter machen können bei der Sendung. Ja, sogar der Impfbefürworter sagt, unter den gegebenen Umständen ist er auch dagegen. Und, aber dann noch mehr. Also ich hätte dem Herrn Thiele gesagt, ja, was Sie da ansprechen, die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft gegen vielleicht extrem gefährliche Pandemien, die auftreten können. Wissen Sie, ich war schon vor 10 Jahren in Zukunftsforschertreffen, wo die gesagt haben, das kann eine der Gefahren der kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte sein, dass da besondere Seuchen- oder Pandemiemöglichkeiten auftreten können. Allein durch nachlassende Immunkräfte, die Globalisierung, die Menschen reisen überall hin, alles kann überall schnell hingeschleppt werden und so weiter. Ansteckung. Also insofern könnte man schon wirklich Konzepte gebrauchen und sollte auch in der Richtung überlegen, das Gesundheitssystem erheblich machen zu können. Ich führe das noch eben zu Ende. Also das Gesundheitssystem möglichst schlagkräftig machen zu können. Also immer bessere Versorgungsmöglichkeiten, Medikamente, was weiß ich von mir aus, auch Impfstoffe und was weiß ich alles. Und vielleicht sollte man wirklich überlegen, wie man die Bevölkerung dazu bringen kann in einem Notfall, dass sie auch wirklich sich da flott durchimpfen lässt. Ja, ja. Aber gleichzeitig würde ich ihm sagen, hören Sie mal, lieber Herr Thiele, das bedeutet, dass wir überlegen, ob es sinnvoll sein kann, in die Hände der Gesellschaftsregisseure viel stärkere Machtmittel, Machthebel noch hinzugeben, als sie jetzt heute haben. In der Sache zur Vermeidung von Krankheiten kann das ja vielleicht sogar ein nützliches Werkzeug sein, wenn es in den Händen der richtigen Leute ist und nicht missbraucht würde. Aber wenn wir schon im Moment eigentlich bei der Vertrauensfrage gegenüber den Herrschenden ganz schnell ins Wanken kommen. Also man kennt meinen Spruch dazu, oder die mich kennen, wissen, mein Spruch ist, darf man überhaupt herrschen lassen, wer einen vorher nicht gefragt hat und nicht mit globalen Verantwortungsgründen überzeugt hat. Also so betrachtet dürften wir nicht mal die vorhandenen Machtmittel in die Hände der jetzt Herrschenden geben, ne? Was ich auch deshalb nicht gemacht habe, weshalb ich aus dem Staat ausgetreten bin und so weiter. Aber denen dann, also die zu den passenden Regisseuren erklären zu wollen, um für eine zukünftige viel schlimmere Pandemiesituationen und Pandemienotwendigkeiten jetzt noch erheblich erhöhte Machtmittel in die Hände zu drücken. Wäre es da nicht sinnvoller, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir sehr effektive Impfstoffe, sondern wie wir viel vertrauenswürdigere Grundlagen für die Gesellschaftsregisseure einführen können in die Gesellschaft? Also das politische System in seinen Grundstrukturen umstrukturieren würden. Ja, das hätte ich dem Herrn Peter Thiele gesagt. Und ihr könnt ja alle mal überlegen, liebe Zuhörer, wie naheliegend oder fernliegend ist es, so zu denken? Und wie gefährlich ist das, was der da empfiehlt? Nämlich, dass für so eine reale Gefahr die falschen Leute mit den Riesenmachthebeln ausgestattet werden sollten. Wie gefährlich das ist. Okay, ich gebe weiter an den Dill. Ja. Ja, also ich habe ja auch allerdings für mich selber auch in erster Linie so eine ganz aggressive Patientenverfügung geschrieben. Ich lese nur das vor, was ich gerade mal jetzt noch dazugefügt habe. Die Anke hatte doch eine tolle Markus-Lanz-Sendung im Forum, im Freie Argumente-Kulturforum gepostet. Und das habe ich mit aufgenommen in meine Patientenverfügung. Also ich habe dann nochmal geschrieben. Ich erinnere nur nochmal an die oft vergessenen Fakten. Bei der Heilkunde des Gesundheitswesens handelt es sich um Straftaten der Körperverletzung unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht, die ausschließlich dann straffrei bleiben, wenn der Mensch dem Vorwande glaubt
und in die Körperverletzung einwilligt. Mein eigener Glaube sagt, es handelt sich um rein schädliche Körperverletzung ohne Heilungswirkung. Und wir alle haben doch wohl Glaubensfreiheit innerhalb der Demokratie, oder eben etwa doch nicht? Werde ich also gezwungen, den Glauben der Gesundheitssparten an ihre eigene Nützlichkeit, dem werde ich gezwungen, deren Glauben übernehmen zu müssen, so ungefähr. Ja, und dann kommt dieses Video Markus Lanz. Dieses Video zeigt einen winzigen Bruchteil jenes Verbrechens an der Menschheit, das jedes marktwirtschaftliche, kapitalistische Gesundheitswesen zwangsläufig bedeuten muss. Und dann Vimeo, der Link dazu, ja? Also, und warum verfolge ich diesen Strang sonst nicht weiter, sondern werde diesen Text dann schicken, wenn ich gezwungen werden soll, mich impfen zu lassen, ja? Weil ich einfach keine Hoffnung habe, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die da in den Köpfen vorliegen, dass die sich an irgendeiner Begründung und Argumentation auch nur stören. Die menschliche Psyche, glaube ich, ist so fähig zur Selbsttäuschung, dass sie sozusagen, wenn viele Menschen diese vorteilbringenden Irrtümer glauben, dass diese Menschen einfach gar nicht mehr für gute Gegenargumente aufgeschlossen sind, sondern das Ding einfach nur durchgezogen wird. Und deswegen sage ich, ich verwende meine Energie nur für diese zwei Strategien. Das Stütz- und Schutzkorsett Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft und das Stütz- und Schutzkorsett der Bonobo, des Unterexperimentes der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, das Unterexperiment Gemeinwohlgruppen-Ehe. Und das will ich auch noch einmal, meine Argumente noch einmal vertiefen diesbezüglich. Meine Argumente sind die, dass leider wir Säugetiere, also ähnlich wie die feigen Wespenmännchen, zu äußerster Brutalität fähig sind und in der Evolution eben dieses Bonobo-System als Schutz- und Stützkorsett entwickelt wurde, um sowohl die Rivalentötung der Männer untereinander zu beenden, die Kindstötung durch Männer und durch Frauen zu unterbinden. Also all diese unschönen Eigenschaften von Säugetieren, die wir überall bei Säugetieren beobachten können, aber auch bei den feigen Wespenmännchen, die ja nun gar keine Säugetiere sind, aber eben überall alles, was von DNS gesteuert wird, hat immer diese unschöne, unerfreuliche Eigenschaft, dass die DNS sagt, hier ich, deine DNS, dein Genom, ich bin dein Herrscher, du Körper, folge mir, folge meinem Befehl, du schieße du Körper, mich, dein Genom, deine wichtigen Gene in die Zukunft hinein und räume dafür alles Störende aus dem Wege im Zweifelsfalle. Und dass deswegen dann dieses Kommune-System in der Evolution sich als vorteilhaft erwiesen hat, dass mit diesen Tricks einer zweckentfremdenden Ausweitung der Sexualität in völlig absurder Mannigfaltigkeit und Vielfältigkeit, ja, wenn dann also 40 bis 50 Männer mit 40 bis 50 Frauen ständig Sex haben und die 40 bis 50 Frauen dann auch noch mit den 40 bis 50 Frauen jeweils auch noch Sex haben. Das ist ja eine völlige zweckentfremdende Ausweitung der Sexualität ins Uferlose hinaus. Aber die Natur hat halt keinen anderen Weg gefunden, wie sie diese unerfreulichen Tötungen beenden konnte, außer diesen Trick,
der Ausweitung, der zweckentfremdenden Ausweitung der Sexualität. Ja, so, das ist also mein Argument, warum ich sage, die Kommune funktioniert am besten, wenn wir alle Gesetzmäßigkeiten des Bonobo-Systems einbehalten und zu 100% kopieren. Deswegen neige ich zum Unterexperiment der Gemeinwohlgruppenehe. Ne? Ja, ich gebe weiter an Öff-Öff und ja, wir nähern uns ja der 10 Uhr und Öff-Öff, wir haben ja noch mal 2x5 Minuten, können wir noch mal machen. Ich gebe weiter. Ja, danke Dylan. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wir nähern uns dem Ende, 10 Uhr können wir anpeilen. Ich denke, ich kann das, was ich jetzt sage, als Abschlussbeitrag heute auch so schon sehen dann. Danach vielleicht noch eine Abschiedsumarmung euch schicken, aber jetzt erstmal inhaltlich noch. Ja, da bin ich gegenüber Dylan so ein bisschen offensiver, kann man sagen. Also ich gedenke eben gegenüber der zunehmenden Eskalation der Gewalt und Druck und Pflicht- und Zwangsmaßnahmen des Staates, die gewaltfreien Widerstandsmittel, die geistigen Mittel, die Argumente, Macht so stark wie möglich zu machen. Nicht nur, dass ich da diese Argumentationsketten aufbaue, wie ich das ja schon beschrieben habe, also dass man anfangen kann mit dem Ungeimpften, der ganz eindeutig eben nicht unter solche Zwänge gestellt werden dürfte, sondern wo der gemeinsame Aufwand eine abgesonderte, eine ausreichend ansteckungsgesicherte Absonderungsform zu finden. Also dieser Aufwand müsste von den Regierenden, wenn ihnen die Freiheitsrechte der Menschen was wert sind, müsste dieser Aufwand von ihnen mitgemacht werden gegenüber Menschen, die da solche Bereitschaft, also einen Wunsch direkt auch äußern. Und das dürfte nicht als gerechtfertigt angesehen werden, die unter solchen Anpassungszwang zu stellen. Ja, nicht nur, dass ich diese Ketten aufbaue, sondern ich schaue auch, wie ich das in gewaltfreie Aktion umsetzen kann. Aber erstmal zu den Ketten noch, den Argumentationsketten, da könnt ihr mir nämlich alle bei helfen. Ich habe gestern Abend noch zwei verfeinerte Argumentationen mit eingeflochten in meine zentrale Programmschrift jetzt für mein Vorgehen der nächsten Monate. Das ist dieser Weckruf, beziehungsweise Weihnachtsweckruf. Ich dachte, ich habe es zu Weihnachten auch abgeschickt an die entscheidendsten Stellen. Der steht im Forum. Ein ganz kurzer Ausgangstext, der dann mit Anmerkungen verknüpft ist, wo das in die feineren Details, in die Tiefe gehen kann. So verbindet sich beides, kurz und knackig und detailliert und sogar auch interaktiv detailliert. Das heißt, ihr könnt da mitdiskutieren. Und ihr könnt mich da auch korrigieren, ihr könnt mich da bereichern. Also ich versuche da solche Argumentationsketten zu schaffen, die sich danach richten, immer auf die wichtigste Frage, die bestbegründbare Antwort. Also wie verknüpfe ich Argumente so, dass das Wichtigste in wirkungsvollster Form verknüpft wird? Da lade ich herzlich ein, ne? Schaut euch das an, gebt mir Feedback. Oder wenn ihr sagt, hier das und das, das müsste da jetzt aber unbedingt, weil es eben auch so wichtig und aussagekräftig und argumentativ kräftig ist, müsste da noch mit rein. Ne? Also bringt gerne Verbesserungsvorschläge auch oder Ergänzungsvorschläge. Ihr wisst ja, das Freie Argumente Kulturforum ist freie-argumente-kultur.de. Und ich versuche eben auch, wenn mir nicht die demokratische, die argumentativ-demokratische Klärungsstelle geboten wird, ich habe ja da einiges laufen, indem ich da mit dem Zeltcamp in Berlin, dem, wie ich es jetzt nenne, Demokratiefürsorge-Camp, Auseinandersetzungen mit den Genehmigungsbehörden, mit Staatsanwaltschaft dort, weil ich dann illegal gezeltet habe. Also da ist ja einiges am Laufen und ich habe jetzt hier noch ein Verfahren in Hessen auch, weil bei einer Montagsmahnmache von mir die Abstände zu klein gewesen seien. Also ich suche die Gelegenheit, dann jetzt auch sagen zu können, ich habe da Gesetze übertreten und ich strebe eine Auseinandersetzung dann vor einem Richter an, wo diese Argumente auf den Tisch gebracht werden können und geschaut wird, ob die Leute es für machbar halten, das abzutun oder sich dagegen zu entscheiden. Kann natürlich passieren, kann alles, ne? Aber ich
glaube, die argumentative Kraft ist da dann schon ziemlich zugespitzt. Ja, also in der Weise bin ich aktiv und also ihr wisst alle, ne, also ihr könnt auch bei Dillen da, ne, in welchem Zweig oder welche Abteilung der Kommune-Experimente auch immer ihr erstmal reinschauen wollt. Es bleibt ja auch offen zu schauen, wie andere Teile funktionieren können. Kommt dazu, also wer den Mumm oder den Drive hat, gerne in Berlin zum Demokratieversorgecamp. Also ich könnte da noch ein, zwei Brückenmenschen gut gebrauchen, die in gemeinsamer Abstimmung da gucken, dass dieser Faden des Zeltcamps gut am Leben bleibt und weiter sich entwickeln könnte. Und ansonsten gibt es aber auch, wie gesagt, mehrere andere Orte, bei denen in Köln und Orte, wo eben jemand so versuchen könnte, dann an den Stellen ein Reservat für die freien, verantwortlichen Menschen mitzubilden. Überlegt es euch, auch wie viel das wert sein kann, was da für ein Reichtum drinstecken kann, und macht das Beste für euch daraus. Ja, das ist mein Abschlussbeitrag und ich gebe an Dill. Ja, und jetzt suchen wir ja sozusagen das Ende für heute und deswegen versuche ich jetzt wieder nur kurz zu machen, was noch wichtig ist. Also, ich habe ja heute deutlich gemacht, dass ich persönlich nur an die Erfolgschancen dieser zwei Stützkorsette glaube. Schutz und Stützkorsette. Ja, das, also die Marktwirtschaft war eine Erfindung, die einfach unendlich gefährlich war. Und dafür brauchen wir jetzt das Stützkorsett der Gemeinwohlwirtschaft mit der Wohlfühlstimme. Und die Evolution hatte die unschöne Eigenschaft, dass die DNS ziemlich brutales und schmerzerzeugendes Verhalten erzeugt hat. Und dagegen hat die Evolution selber das Bonobo-System erfunden, wo eben durch ein riesiger Eimer an zweckentfremdeter Sexualität ausgeschüttet wurde über die Art sozusagen, um rauszukommen aus den üblichen qualvollen Tötungs- und Quälensprozessen heraus. Und dieses Stützkorsett, und da suche ich ja jetzt auch mit dieser Seite immer kostenloses Polybee-Dating, habe ich ja auch mal versucht, jetzt Leute zu finden, die immerhin schon mal für das Thema Polyamorie oder Bisexualität offen sind, ob da vielleicht manche davon auch offen sind für das Thema der Gruppenehe. Meine schlimmste Befürchtung ist aber leider, dass wer sich mit Polyamorie beschäftigt, eigentlich nicht eine Gruppenehe von 150 Individuen, also einschließlich der Kinder, meint, sondern eigentlich eher drei Personen oder vier Personen, allerhöchstens. Ja? Und auch wer Bisexualität lebt, der folgt meistens dann auch oft, dann auch wahrscheinlich immer noch dem Gebot, dem obersten, der obersten Regel der Marktwirtschaft, dem obersten der 10 Gebote, dem ersten der 10 Gebote der Marktwirtschaft. Lebe, wenn du schon Polyamor lebst oder wenn du schon Bisexualität lebst, bleibe aber immer so nah wie möglich an der Monogamie. Und das, insofern habe ich bis jetzt keine große Resonanz bekommen, daraufhin zwar ein paar nette Antworten bei dem Polyamorie-Forum, ja, aber letztendlich, es fehlt die Resonanz, ja, weil wie gesagt, mit diesen Argumenten, diesen naturwissenschaftlichen Argumenten, kommt man halt auch einfach nicht durch. Aber ich schließe ab für heute von meiner Seite aus. Mich haben halt die Argumente überzeugt, die sagen, diese beiden Schutz- und Stützkorsettlösungen sind die einzigen, die wirklich funktionieren können. Ansonsten anzurennen gegen die vorteilbringenden Irrtümer einer
70% der Bevölkerung umfassenden Masse, die sich in einem Wahn befindet, halte ich halt die Erfolgsaussichten einfach für so gering, dass ich mich da selber halt nicht engagieren möchte, weil ich sage, genauso wenig, wie ich damals gegen Hitlers und Goebbels Wahn hätte anrennen können und irgendwas dagegen hätte erreichen können, genauso wenig kann man das heute, denn beides sind einfach marktwirtschaftliche Erscheinungen. Die Marktwirtschaft produziert immer rechtsfaschistische Systeme, produziert sie immer wieder. Und genauso wie das damalige rechtsfaschistische Nazisystem unangreifbar ist, genauso ist auch heute das heutige rechtsfaschistische Nazisystem unangreifbar. Ich sehe da strukturell keinen Unterschied zu der Zeit, also von heute zur Zeit von 33 bis 45 sehe ich keinen Unterschied. Also setze ich nur auf diese beiden Stütz- und Schutzkorsette Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, besonders auf die Unterabteilung Polyamore, bisexuelle Gruppenehe als Unterabteilung. Ja, wir suchen das Ende. Ich gebe an Öffi und wir suchen weiterhin das Ende. Jeder sagt noch, was er ganz wichtig noch zu sagen hat. Der FF sagt, ich umarme alle durchs Internet oder Telefon. Sucht euren Reichtum. Findet euer Wesen. Macht mit bei der Rettung der Welt für Vernunft und Liebe. Es gibt nichts Besseres. Ja, und wir brauchen ja gar nicht bis zur nächsten Woche zu vertagen. Am Montag um 19 Uhr ist ja die nächste. Da sind die Wandelgespräche dran. Ja. Und da geht's weiter. Herzlich eingeladen, auch an Neue, auch dorthin dazu zu kommen. Ja? Jetzt immer samstags und montags abends wird nachgedacht über die Zukunft der Menschheit und über den Wandel, Wandelmöglichkeiten. Ja, tschüssi, bis bald. Hast du noch was Wichtiges, Öffi? Nein, alles gesagt. Tschüssi, bis Montag. Ja, tschüss. Tschüss.